Willkommen im kalten Issum. Mahlzeit, die Damen und Herren. Ja, genau. Wir machen jetzt am Sparky, die Bremse vorne. Eigentlich gar nicht schwierig, normale AT-Bremse, ganz einfach. Ja, dann legen wir mal los. Ach, eine Sache, die mich ein bisschen wurmt. Ich habe extra Samen von Bosch gekauft, wie ihr sehen könnt. Da, guck mal, Bosch. Bosch-Kartons, ne? Da habe ich gedacht, ja, wenn du Bosch bestellst, ist das super geil, Befestigungsmaterial, Pustekuchen. Du kriegst weder die Befestigungsschraube für die Scheibe, noch diese Bleche, wo die Belege drauf laufen. Die müssen wir jetzt gleich sauber machen. Ist ein bisschen traurig, finde ich. Also wird der nächste Satz wohl wieder ATE werden. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann muss die Sachen jetzt noch extra zukaufen. Oder wie, ich weiß es nicht, wie der bei Bosch stand da. Aber ich ging ja eigentlich davon aus, dass, wenn ich Bosch kaufe, alles dabei ist. Aber naja, so ist das eben. Ne? Was sagen Sie dazu? Wenn auf irgendwas Verlass ist, dann das auf nichts mehr Verlass ist. Genau. Also, okay. Tüdel ich hier mal. Ja, löst mal. Schon mal den kleinen Kram immer. Wie alt ist das hier alles? 2010. Okay, nicht besonders alt. Dann ist das auch kein Wunder. Das ist ja sogar gut, dass es rausgeht, wenn wir sie schon nicht dabei haben. Ja. So, jetzt brauchen wir einen 14er. Hast du sowas hier? Ne, da. Der hier drauf ist. Ich nehme mal den. Am besten beide lösen, sonst dreht sich das ein Wolf. Wir haben hier diese Führungsdinger am Sattel. Oben den Bremsschlauch rausmachen. Aus der Halterung. Ich sehe schon. Weil sonst kriegst du da nicht drauf. Ne? So. Drüben habe ich schon mal vorbereitet, da schon mal, weil ich wollte gucken, ob alles passt. Da hast du die ganzen Tricks kennengelernt. So, jetzt einfach beide am besten anlösen, genau, und dann rumdrehen. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ja, ich erkläre dir das nur. Ja, Gott sei Dank, dass ich keine Ahnung habe, ne? Ich sag nichts dazu. Ja, ich weiß, ich kenne ja auch meine Schweine im Gang. Sieht man das so, bin ich im Bild? So, passt schon mal. Man sieht's. Eins, zwei, vier. Warum ist die eigentlich so? Rostig, weil die nie ausgetauscht wurde. Die obere wurde. Das sind auch die Sachen. Normal sind bei Bremsbelägen eine dieser Schrauben dabei, weil man oben die Schraube löst, dann kann man den Sattel hoch oder nicht runter. Nicht nur eine, ich habe sogar schon gehabt, dass alle beide dabei waren. Weil, ja, man sieht den Unterschied. So, die wurden nicht aus, da ist übrigens kein Loctite dran, weder auf der noch auf der, aber nicht auch mal schütze. Das ist ja auch der Doppel, die nicht dabei ist. Aber das ist jetzt kein Beinbruch, wir können alles reinigen und dann funktioniert das schon. Dann müsste sie genau. Da wollen wir einhaken. Voll cool. Ja, ist doch haben wir noch gerade in der Hand. Können wir direkt. Ja, mal. Wir haben unser Rückstellwerkzeug. Weil er gibt Sinn. So. Dann machen wir das direkt da rein. Ich kann jetzt den Kolbenschirm zurückstellen. Pass auf, das vorne ist nicht magnetisch. Magnetisch. Magnet. Wie Sie sehen. Stromlichen Wolf. Wolfgang, ja. Als die schonendste Variante, den Korn zurückzudrücken. Zange geht auch, wir haben sie jahrelang mit Wasserpumpenzange gehabt, mit der großen. Geht auch, aber das Werkzeug kostet 20, 25 Euro. Und, ne, wunderbar. So geht's gleichmäßig, verkantet nichts, die Dichtungen bleiben vernünftig erhalten. Geht nicht kaputt. So. Da war sie wieder, die Erdanziehung. Erdanziehung. Und hier haben wir genau den Fall, der ist, wenn die Leute über Bremsflüssigkeit nachkippen, weil der Kolben vorgerückt ist. Wir haben die Kolben reingedrückt und wir machen nachher sauber. Jetzt drückt der Oma einen Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit. Deswegen. Ja, aber schlau. Wenn ihr ein Auto habt, ne, wo die Bremse nicht schon ein bisschen benutzt ist, kippt keine Bremsflüssigkeit rein, auch wenn der Stand ein bisschen niedriger ist, weil sonst habt ihr so eine Sauerei, wenn ihr die Belege wetzelt. Der Stand wird ja wieder voll, wenn ihr die Kolben reindrückt. Naja, machen wir nachher sauber und gut. Also wenn man sieht, Bremsflüssigkeit zu wenig, dann erstmal gucken, ist der Bremsbelag verschlissen, weil daran kann es liegen. Aber das ist auch kurz vor Ende hier. Ja, die sind... Nö, das sah noch weniger aus. Geht. Ja, 4 mm. Sind wenigstens einigermaßen gleich,
gleichmäßig. Und das Gucken. Ja, innen ist etwas weniger. Aber was ja logisch ist eigentlich. So, die lass hier, drin, die machen wir noch sauber. Die machst du da drauf sitzend sauber, gut. Dann muss ich jetzt erst die Zange lösen. Nach 19 anders. Du hast ja hier, so. Mit kurz Verlängerung vielleicht, wenn es besser geht. Müsste so gehen, das ist immer... Wie gesagt, beide auch lösen, sonst halte ich ihn nicht gerade. Da musst du den Halter nicht festhalten. Da ist übrigens Loctite dran. Ja. Muss auch. Vielleicht das ganze Auto unten. So, ich löse aber jetzt erst oben. Genau. Sonst ist das nämlich gleich. Achsmannschlitte sieht auch noch schön aus. Ja, eigentlich sollte, wenn der TÜV im Juni oder Juli ansteht, dort eigentlich viel los sein bei dem Wagen. Das ist ja noch ein halbes Jahr bis hin. Ja, schauen wir mal. So, unten weiter. Ein Schrübchen, hier sieht man es auch, die Schraubensicherungslack. Ja, das ist der blaue, machen wir nachher sauber mit einer Drahtbürste. Dann. Oh, die Bremsscheibe ist schon locker. Ja, weil ich die Schraube schon rausgedreht habe. Ja, aber normalerweise ist da festgegammelt da drauf. Ja, hier ist wahrscheinlich dahinter. So, jetzt seht ihr hier diese Bleche. Diese hier, warte mal, diese Bleche hier, die hier drin sind. Die sind normalerweise, werden ausgetauscht gegen neue. Damit die Belege drauf laufen können, ohne zu quietschen. Und dann muss man die eigentlich auch nicht fetten. Wir fetten die trotzdem. Hier unten in der Vertiefung. Auch die neuen fetten wir, ja. Hier sieht man halt das von der Seite. Hier die Vertiefung. Da laufen die Nasen. Hier diese Nasen der Belege drin rum. Dann machen wir jetzt sauber, fetten die mit Keramikpaste und benutzen die wieder. Ging ja nicht anders. Wir haben ja dank Bosch nicht neue. So, jetzt müssen wir die mit am besten Drahtbürste sauber machen. Dann ja, hier brauchst du eigentlich nichts sauber machen. Das ist Picotaco, da ist nicht Rost. Da war ein bisschen Rost drauf. Aber wegen der Auflagerfläche, aber wenn das so geht. Also ich sehe das hier als, ja, das sieht wirklich ganz als schick an. Obwohl die rechte Seite eigentlich die ist, die eher Dreck abbekommt, bei rechter Fahrbahnrand. Ja gut, der Wagen wurde ja mit Radkappen und so bei ja. Namenabdeckung. Ja gut, aber normal kenne ich auch Achsmanschetten und Gedöns. Alles hier kriegt mehr Dreck ab und unterliegt einem höheren Verschleiß. Also die Erfahrung habe ich. Jetzt muss man nur aufpassen, habe ich festgestellt, der Spark hat aus irgendwelchen Gründen zwei Löcher für die Verschraubung. Ja, aber die ist genau. Die ist guck, gerein. Die benutzt wurde, die glänzt, weil sonst kann sein, dass die Schraube nicht reingeht in die andere. Ja, Bremsscheibe sind welche, die beschichtet sind von Bosch. Ganz kleine Süße, also ja. Eigentlich nichts. Sogar dick drauf gedruckt. So, nichts das besonders. Sieht eigentlich Picotaco aus hier. Gibt es nichts zu mosern? Ihr müsst gucken, wenn da nur Dreck drauf ist, abwischen, sonst war Rost mit der Drahtbürste. Aber ne, oder doch? Ist das richtige Loch da? Das okay. Gereinigt nicht. Ja, ja. Ich frage mal noch wissen. Ja, Stehbolzen übrigens bei dem Fahrzeug, da ist die Montage eigentlich ziemlich einfach. Das möchte ich mauern, ja. Schraube kriegt kein Loctite, man kann sie mit Fett, Schrägstrich, Kupferpaste einsetzen. Aber wenn man sie nicht antritt wie ein Geisteskranker, dann kriegt man die auch wieder los. Wie man ja sieht, das sind die ersten Scheiben. Ne? Das geht dann. Ich ziehe die eigentlich immer grundlegend fest und dann löse ich sie minimal an. Das ist ja nur Antierungsschraube, die soll nicht die Bremsscheibe halten. Das macht ja später das Rad. Über die Bolzen dann und muttern, genau. Ja. Deswegen brauchen wir da keine Angst haben, dass das zu locker wäre. So. Jo, jetzt müssen wir die Teile alle reinigen. Das heißt, die Schrauben alle sauber machen und hier einfach nur. Ich habe hier. Gehe ich zur Werkbank nach oben. Ich habe hier mit Zahnbürste und Pinsel einfach nur und Bremsreiniger die Sand ausgewaschen. Das ist es eigentlich, ja. Nicht die perfekte Sache, muss ich vornherein sagen. Aber was will man machen, wenn die Sachen da nicht dabei sind?
Es geht nur darum, den alten Stromleiter runterzukriegen. Damit der neue wieder vernünftig antrocknen kann. Vor allem, dass die Gewindegänge einigermaßen frei sind. Wir könnten die kleinen Schrauben zumindest, also auch beide, können wir mal reinigen. Ich mache eben erst Jenny hier zu Ende. Nummer 2. Gut, machen wir noch das Ding hier sauber. Brauchen wir beide Hände oder geht so. Jetzt in diese Vertiefung hier rein. Jetzt schön die Zahnbürste rein. Natürlich 100% kriegen wir es nicht, aber nachher mit der Keramikraste. Dann wird das hier, da laufen die Flügel drüber. Hier die Vertiefung. Sprühen nochmal hier unten rein. Ja, das sollte reichen, aber halt die andere Seite. Sauber kriegt man das leider nicht. Hopp. Hast du mich angespritzt? Ja. Ekelhaft. Soll ich mal täten? Nochmal. Mit zwei hinten hast du ein bisschen mehr Gewalt. Ja, die Fläche kann man normalerweise austauschen. Ja, die sind nur geklippt. Nur reingesteckt. Hast du nicht das? Wo ist der? Wir haben doch da eigentlich, also hier. Ja, guck mal. Pinsel. Na, gucke mal. Da läuft es ja auch drüber. So. Irgendwie kleben die Gummihandschuhe an dem Holzgriff hier. Wenn ich den Pinsel drehe, wickle ich mir meine Handschuhe auf. Ich muss die ab, ne? Die Finger, ja. Die Handschuhe. So, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wo wir hier noch den Rämmenreiniger dran haben, können wir direkt eben sauber machen. Bevor das eintrocknet am Pinsel. Schon mal die Schrauben. Sprühe ich auch noch mal den Bremsreiniger ab. Gleich mal auf die mittelfest wieder lösbar. Wichtig. Hat einer nicht sauber abgeschnitten den Pimmel hier. Ich weiß gar nicht, wer das sagen könnte. Ich weiß nicht, ich habe die Flasche nicht geöffnet. Was? Hallo? Hallo? Muss nur ein Loch finden, ne? Ja, keine Haare drum. Schlimme Sache, so. Scheiß Moderne hier. Alles rasiert. Alles digital. Ach so. Da kommt das doch. Also diese Schrauben kriegen 100 Newtonmeter. Was steht das Gerät hier? Auf 30. Nee. Ja, hallo? War noch nicht mal befestigt. Warum nicht? Weil er nicht braucht. Ah, bei 30 Minuten ziehst du nicht so dran, dass du das verdrehen könntest. Bei 100 sieht es anders aus. 100. Zacka. Ich glaube, da war.
Du hast ja wieder so eine doofe Knarre, wo hinten Knopf drücken muss. Die ist gut mit dem Knopf drin. Oh, nervtötend. Nein, ich finde das besser als deine, wo du erstmal dran ziehen musst, wie das. Danke. Nee, muss nur ein bisschen Kraft in der Ärmchen haben. Nein. Keine Ärmchen, keine Kekse. Ne? Man hat wieder keine Ahnung. Ich könnte jetzt sagen, roter Leitfaden, Snickers, ja, aber daran liegt es nicht, wenn ich das Ding losschraube. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, also. Da. Number uno. Knickt mal. Schön, schöner Bass. Schön, schön. Schöner Bass. So, Bremsbeläge. Und zwar der mit der akustischen Verschleißanzeige, also hat der Wagen. Kommt nach innen. Innen wäre demnach. Genau. An sich. Oben und dann unten. Der ohne kommt außen. So. Ja. Kommt die kleine Zange wieder. Wir könnten auch mal prüfen, ob die Dinger Leichtgänge gehen. Dem habe ich es gemacht. Das ich geht. Hier auch. Genau, gehen super, weil manchmal, wenn der Dreck reinkommt, dann hängen die und dann laufen die Beläge auf falsch, ja? Ja, weil der nicht frei schwimmt. Die gibt es übrigens auch einzeln zu kaufen, sind kaputt. Die Führungshülsen, ja, aber wir hatten letztens den Fall für den Meriva, nicht gerade billig, kaum kam, glaube ich, 29 Euro Einsatz mit zwei Stück. Fand ich sehr kostspielig für das bisschen. Ja, so die AEG, gammelige unten. Ich denke mal, beim nächsten Belagwetze kaufe ich alle Schrauben, alles mal neu. Inklusive Führungsschienen ja. Hier unten, ja. Die so. Kriegt nur 30 Newtonmeter. Ach, deswegen stand das Ding noch auf 30, ne? Ja, du bist ja 5. Wenn du schaust das. Oh, Andrea, was hast du mit Sparky gemacht? Ist ein Gebrauchsgegenstand. Nein, ist aber das erste Auto. Ich kann sie von mir nicht kaputt fahren. nein, du hast nicht gemacht. Also die kann da ruhig Marken reinfahren. Jetzt nicht zerschrotten. Das ist ja schade drum. So, da bin ich ja schon bei 30. Ja. Ist bekanntermaßen nicht viel. Nee, das ist ja quasi... Da darf ich noch nicht mal Luft holen. Jo. Da sind wir schon. Ja, Bremsschlauch wieder einhängen, nicht vergessen. Da kann man Silikonspray nehmen, zum Beispiel für die Gummitülle. Hier, damit es einfacher geht. Kannst du auch lassen. Was übrigens so gut wie leer ist. Markus wollte ein neues kaufen. Ja. Das werden wir wahrscheinlich bekommen. So, dann geht's in flutschig rein. So, jetzt müssen wir nur noch nachher, bevor wir losfahren, Bremspedal mehrmals drücken, bis es hart wird und nochmal die Bremsscheibe abwischen, würde ich. Ja. In dem Dreck. Also dann Bremsscheibe nochmal abwischen, weil man packt da immer drauf. Gib mir mal eben Galapagos her. Genau, wir haben ein paar da eingelagert. Und wie gesagt, Bremspedal mehrmals drücken, bis es hart wird, damit der Kolben wieder vorwandert. Weil sonst dann, tritt man beim ersten genau. Mal ins Leere, wenn man fahren würde. Dann kann man auch Bremsflüssigkeit kontrollieren, dann gucken wir gleich zusammen, weil wir eh sauber machen müssen. Ja, Räder drauf, mit Drehmoment anziehen, und da ist schon Bremsbelag und Scheinwerfer. Sparky, also Chevrolet Spark 2010, 1 Liter 68 PS, boah. M300 bezeichnen. M300? Ja. Die 300. Steht auch ein Federbein drauf, ne? Ne, eingestanzt. Da. Ja, M300. Ja. Ja. Le Felge. Da, die Riesendinger.
22, ja. Sitz. Das ist halt gut an Stehbratzen. Das finde ich ganz gut. Sofern sie nicht abreißen. Ja, da man die Reifen einfacher montiert kriegt, als mit Radschrauben. Also gehen wir mal zum Autowagen. Mann, das ist zu fett! Ah, das Bremspedal, das geht erstmal ziemlich leicht. Seht ihr überhaupt was? Da unten sind Pedale. Hier ist meine Hand. Ihr seht nichts, ne? Schade. Auf jeden Fall müsst ihr drücken. Jetzt hart. So. Da klemmt ein Meerschweinchen auf dem Lenkrad. Ja, ist nicht mal ein Meerschweinchen. Oh Gott. So, jetzt sind Bremskoil vorgewandert und die Bremsschlüsselkette auch ein bisschen abgesackt. Hier haben wir sie ja. Die kleinen Onkel. Und ihr seht. Seht mal, da steht immer noch voll. Ja, und muss mal gewechselt werden. Ist das nicht eigentlich die Markierung hier? Ja, die haben wahrscheinlich, weil der neu gekauft wurde, einfach alles aufgefüllt. Und da hast du nicht sofort geguckt. Wo haben wir die Spritze dafür? Die liegt da drin mit dem schwarzen Schlauch. Mach ich gleich mal alles sauber. Wo ist das Behältnis? Da muss nämlich immer noch ein bisschen raus. Das ist bestimmt so, ja, so 7 Tonnen. So, nach, jetzt müsste das eigentlich ist okay, so genau passen, ne? Ja. Halt mal die Lampe hier drin, nochmal alles abspritzen. Bisschen voll gesagt worden. Ja, nur nicht darin. Ach, das verdunstet. Bei Brennflüssigkeit ist was? Aggressiv. Mhm. Ja. Das reicht fürs Waffen. Ach, der ist wieder drauf. Ja. Räder natürlich nachziehen, 110 Newtonmeter benutze ich immer für Stahl, Felgen bei Opel, GM-Shareway, sollte auch passen. Also ne, nachknacken mit Drehmomentschlüssel, nicht, dass euch die Radmotoren abfliegen. Ja, genau. Der wird natürlich noch neu gekauft, da ist jetzt im eBay einer drin. Der ist total zerrissen, als ich da den Luftfiehkasten. Aber da habt ihr, glaube ich, auch in dem Service-Video gesehen. Na, auf jeden Fall, ihr habt gesehen, es ist rasend schnell. Selbst er hat es gekriegt, rasend schnell. Dreh mal die Kamera mal kurz. Und ja, super einfach bei dem Auto. Bremsbelag und Scheinwerte besser als Zündkerzen tauschen. Nichts Wildes. Ja, eigentlich nichts Wildes. So, das war es. Kurzes, denk mal, wir haben ein kurz, knappes Video. Wir sehen uns im nächsten Video mit Sparky wieder. Mal gucken, was gemacht werden muss. Und sonstigen Gezumpel. Ja, vielleicht mal Volker. Ja, Volker. Ja, Volker. Tschüss. Tschüss.